Die Entwickler haben in einem neuen Blogbeitrag die neuen Frisuren des Chic mit Strick Accessoire Pack vorgestellt, die ich euch in diesem Video zeigen möchte. Im offiziellen Forum kann man derzeit einen Post von Simguru Sarah finden, welche die neuen Frisuren des insgesamt 17. Accessoire Packs vorgestellt hat. Zuerst hat sie aber ebenfalls verraten, warum wir nicht schon vorher über diese für das Pack in den Community-Umfragen abstimmen konnten. Wie von Grant erwähnt wurde, sind die Frisuren immer besonders zeitintensiv und brauchen zur Erstellung besonders viel Arbeit. Die Entwickler suchen sich Referenzen aus dem echten Leben heraus und erstellen damit erstmal eine grobe Zeichnung, wie die Frisuren aussehen sollen. Dann werden zwei Testversionen in Transparent für die Form und eine nicht durchlässige Version für das Aussehen der Haare erstellt, mit der dann die Frisur zum fertigen Objekt geformt wird. Frisuren werden immer unabhängig vom Pack auf Vorrat erstellt und dann vom Art Director gewählt, ohne viel Einfluss von anderen Mitarbeitern. Kommen wir aber jetzt zu den neuen Frisuren. Es gibt diese neue Frisur für Frauen, welche von den Entwicklern intern aus Spaß als Mama-Frisur bezeichnet wurde. So sieht sie von hinten aus. Als nächstes haben wir diese neue Frisur bekommen, welche mit kleinen Klammern überzogen ist. Beide Frisuren gibt es ebenfalls auch für Kinder. Männer werden insgesamt drei verschiedene Frisuren erhalten. Diese kurze Version mit grauen Ansätzen und leichten Locken, welche es aber ebenfalls nochmal in einfarbig gibt. Auch die dritte Frisur gefällt mir ganz gut, welche wir vom Gefühl schon mal im Spiel gehabt haben könnten. Diese gibt es ebenfalls auch für Frauen und Kinder. Wenn ihr euch für die Schaukelstühle interessiert, gibt es hier ebenfalls ein paar neue Bilder. So werden die Animationen im Spiel aussehen. Hier seht ihr das Blockmodell, welches zum Animieren verwendet wird. Auch eine witzige Kleinkind-Animation wurde schon gezeigt. Diese können also ebenfalls mit den Schaukelstühlen interagieren. Insgesamt wird das neue Pack auch zwei neue Radiostationen bieten, der Fokussiert- und Metal-Radiosender. Zweiterer kommt ebenfalls mit ein paar weiteren lustigen Details. Wenn ihr die Radiostation mit aktivierten Metal-Sender anklickt, findet ihr hier passende Interaktionsmöglichkeiten. Ihr könnt ebenfalls auch Luftgitarre spielen. Cool, oder? Was haltet ihr von den neuen Frisuren? Wie gefallen sie euch? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.